Liebe Leute, jetzt geht es um ein hartes Thema, häusliche Gewalt. Ich werde auch mit einem Betroffenen sprechen. Also wen das von euch triggern könnte, dem kann ich nur empfehlen, bitte nicht weiterschauen. Schläge auf den Oberkörper oder auf den Hinterkopf. Einmal stand so ein Messer vor mir, als ich raus wollte. Als die Polizei dann kam, haben die natürlich mich erstmal fixiert, weil die dachten, ich bin der Übeltäter da. Vor einiger Zeit hat Ari eine Reportage gemacht über häusliche Gewalt. Da hat sie Victoria getroffen, die Opfer wurde von häuslicher Gewalt durch ihren Ex-Freund. Du hast richtig eine Faust im Gesicht. Heftige Geschichte, wurde auch von euch auf YouTube viel kommentiert unter dem Video. Da waren aber auch einige Kommentare dabei, die gingen in folgende Richtung. Ich lese mal einen vor. Könnt ihr das auch mal andersrum machen, wenn Frauen gegenüber Männern gewalttätig werden? Der nächste Kommentar, ihr ahnt es schon. Männer sind davon genauso betroffen, nur wird darüber noch weniger geredet. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr dazu noch mal was bringen könntet. Ja, und wie ihr an diesem Video schon erkennen könnt, wir machen was dazu, denn häusliche Gewalt gegen Männer ist tatsächlich ein wachsendes Problem. Klar, meistens richtet sich häusliche Gewalt gegen Frauen. Wenn man sich aber die Statistiken vom Bundeskriminalamt anschaut, dann wird klar, dass auch einige Männer betroffen sind. Im Jahr 2018 waren in 19,5% der angezeigten Fälle die Opfer Männer. Das finde ich sind ganz schön viele und vor allem auch mehr, als ich persönlich dachte. Ich will rausfinden, ob es anderen auch so geht wie mir. Deshalb will ich von Leuten auf der Straße wissen, ob sie das Thema häusliche Gewalt gegen Männer überhaupt auf dem Schirm haben. Stichwort häusliche Gewalt. Was kommt da so in deinen Kopf? Manfred schlägt Frau. Dass es wahrscheinlich überwiegend von Männern ausgeht, häusliche Gewalt. Ich glaube aber auch, dass wenn Männer betroffen sind, das sehr tabuisiert wird. Kannst du dir auch vorstellen, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden? Da denkt man natürlich als erstes nicht dran. Also ich hätte jetzt erst an Frauen gedacht. Man denkt meistens, dass die Frauen das Opfer sind, aber das wird wohl nicht so sein. Also ich glaube auch, oft ist es mentale häusliche Gewalt und da fängt es wahrscheinlich eher mit an. Ein bisschen Awareness für das Thema gibt's also schon. Dass noch mehr darüber aufgeklärt wird, ist trotzdem wichtig, vor allem für die betroffenen Männer. Einer, der häusliche Gewalt ganz persönlich erleben musste, ist Steven. Auch er hat damals Aris Reportage kommentiert. Und zwar hat er geschrieben, das kenne ich sehr gut, jedoch war es bei mir andersrum. Meine Ex-Freundin war gewalttätig. Nach 4 Jahren bin ich dann geflüchtet. Jetzt hat Steven mich eingeladen, weil er über seine Geschichte sprechen möchte. Steven wohnt in Bonn und da fahre ich jetzt hin. Bei seiner Ausbildung zum Koch lernt Steven 2010 seine damalige Freundin kennen. In den darauffolgenden Jahren wird er regelmäßig von ihr misshandelt. 2014 ist Steven vor seiner Freundin von Berlin hierhin nach Bonn geflohen. Zuerst zu seiner Mutter, mittlerweile wohnt er mit seiner neuen Freundin in einer gemeinsamen Wohnung. Wie es zu all dem kam, soll er mir jetzt natürlich persönlich erzählen. So, Steven hat mich übrigens direkt zum Mittagessen eingeladen. Finde ich ja total nett von ihm. Hallo Sebastian, hi. Machen wir so, hi. Komm rein. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Coole Fußmatte. Willst du was trinken? Gerne. Warum hast du überhaupt kommentiert? Warum wolltest du darauf aufmerksam machen, dass es dieses Problem auch andersrum gibt? Ich denke, weil das den Leuten gar nicht so bewusst ist, beziehungsweise gar nicht bekannt ist, weil da keiner drüber spricht. Dementsprechend, vielleicht hilft das auch anderen, einfach mal darüber zu sprechen an sich. Es ist eigentlich erstaunlich, dass viele Leute sagen, häusliche Gewalt gegen Männer, davon habe ich noch nie was gehört, weil wenn man sich die Statistik anschaut, also Bundeskriminalamt, jeder 5. angezeigte Fall von häuslicher Gewalt betrifft Gewalt gegen Männer. Ich glaube, viele haben auch dann eine falsche Ehre und wollen das dann nicht zugeben. Ja. Oder sehen es halt einfach wirklich nicht so, dass es häusliche Gewalt ist und nehmen das einfach hin. Für Männer, die von Gewalt betroffen sind, gibt es aber Hilfsangebote und Beratungsstellen, wenn auch nicht viele. Ich habe der Stevens Geschichte in Auszügen mal mitgebracht. Martin Pressler hilft Betroffenen hier im Münchner Informationszentrum für Männer. So in eurer Beratungspraxis hier, erlebt ihr das, dass Männer Schwierigkeiten haben, das überhaupt vorzubringen, also sich überhaupt Hilfe zu holen, weil sie eben denken, ja, das kann ich eigentlich nicht zugeben? Ja, also es ist ein schambehaftetes Thema, das ist es ganz einfach. Wenn die Männer aber erfahren, dass sie hier einen Anklang finden und das auch schon Anschreien, Beleidigung einfach mit zur Gewalt zählen, erleben wir eine große Öffnung und dann auch ein gemeinsames Arbeiten. Ja, dieser erste Schritt ist der schwierige, wie bei vielen Sachen. Was hast du
genau erlebt mit deiner Ex-Freundin? Wenn ich irgendwo hin wollte oder wenn ich zu spät von der Arbeit zurückgekommen bin oder wenn ich Freunde treffen wollte, dann hat sie das sofort runtergespielt beziehungsweise hat gesagt, nee und keine Ahnung, du hast auch Besseres zu tun. Computerspielen, mein Hobby oder andere Sachen, das war dann so, ach, das brauchst du nicht. Lass uns was unternehmen. Was auch dazu führte, dass ich halt wirklich am Ende eigentlich keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Freunden hatte. Also sie wollte wirklich so dein ganzes Leben kontrollieren? Ja, das hat sie auch, weil ich es mir mit mir machen lassen habe. Typischer Fall. Er wird isoliert von seinem sozialen, normalen Umfeld, um eine Kontrolle zu haben, um ihn ein Stück weit auch zu manipulieren. Und genau auch mit seinen Hobbys. Die werden ihm verboten, oder es wird gesagt, das brauchst du ja nicht machen. Genau aus dem Grund, verbringen mehr Zeit mit mir. Also seine Ex-Freundin hat wir eins gemacht und einfach an sich gekettet. Hält sich Steven nicht an ihre Regeln, reagiert die Ex-Freundin gereizt und wütend. Manchmal eskaliert die Situation komplett. Teilweise war es so, dass sie mich halt wirklich ignoriert hat. Oder halt wirklich, die Situation war so angespannt. Da hat dann wirklich nur ein kleiner Funken gefehlt, dass sie dann wirklich angefangen hat rumzuschreien, zu heulen. Da waren dann halt auch Polizeieinsätze. Wenn sogar die Polizei vorbeikommt, ja, dann muss ja ganz schön was vorgefallen sein, ne? Ja, sie hat das aber auch bewusst provoziert. Sie ruft dann im Hausflur, ruft sie dann Hilfe, Hilfe, ich werde umgebracht oder ich sterbe oder sowas. Das hat sie alles durch die Gegend geschrien und natürlich, also zum Glück hat man Nachbarn, die dann entsprechend reagieren. In dem Fall war es natürlich doof. Aber auch als die Polizei dann kam, haben die natürlich mich erstmal fixiert, weil die dachten, ich bin der Übeltäter da. Aber dann hat sich aber auch recht schnell herausgestellt, dass sie das war. Und wir wurden dann halt räumlich getrennt, wie das halt bei der Polizei dann so ist. Der erste Aspekt ist, ja, in der Mehrzahl sind die Täter männlich. Und das überträgt sich auch. Eine Sensibilität wäre wünschenswert. Ich denke, hier hat es auch stattgefunden. Also es hat sich dann relativ schnell gedreht. Dass die Beamten aber erstmal Sicherheit herstellen. Mhm. In welcher Form auch immer. Und wenn es hier heißt, er ist da ausrasten und bringt seine Frau um, dann fixieren sie erstmal. Unabhängig davon, dass es für ihn wahrscheinlich absolut dramatisch war, weil er als Opfer noch als Täter hingestellt worden ist. Zu Anfang war es halt wirklich nur das Rumschreien und andere Sachen vielleicht mal kaputt machen, aber jetzt nicht auf mich losgehen. Aber sobald ich versucht habe, dann irgendwie aus dem Streit zu fliehen und die Wohnung zu verlassen, ist sie halt, hat sich das bei ihr noch mal richtig krass gesteigert. Und ja, da fing das halt auch an, dass sie auf mich draufgesprungen ist. Wenn du sagst, sie ist dann auch körperlich gewalttätig geworden, was genau ist da alles passiert? Es waren halt Schläge auf den Oberkörper oder auf den Hinterkopf ab und zu mal. Was ich jetzt am extremsten fand, sind diese dicken Cocktailgläser mir hinterher zu schmeißen. Oder einmal stand sie mit dem Messer vor mir, als ich raus wollte. Aber was hast du da gedacht, als sie da wirklich mit dem Messer vor dir steht? Ich bin schockiert. Also ich bin, man ist ein bisschen, was passiert jetzt? Ja, was soll ich jetzt tun? Das ist jetzt, das weiß ich nicht. Teilweise habe ich mich dann auch einfach entschieden, gut, hingehen, trösten, etc., bla und blub, ich mache, was du willst, ich bin da. Und alles von mir einfach über Bord zu schmeißen, so, komm, ich bin hier. Einfach der Friede willen. Er geht den Weg der Nähe. Er sagt dann, es tut mir leid, er nimmt sie in den Arm, er tröstet sie. Somit ist erstmal die Situation gedämpft. Ist aber auf lange Sicht gesehen im Endeffekt nur Öl ins Feuer. Mhm. Weil sie das bekommt, was sie damit bezweckt. Dann wird seine Ex-Freundin schwanger. Ab da nimmt die körperliche Gewalt zu und sie verletzt ihn immer öfter. Was waren das dann so für Verletzungen, die du dann hinterher hattest? Ja, das war ein Großteil, waren das wirklich Kratzer. War sie mit den Fingern gekratzt? Ja, genau, also wirklich den Rücken, die Arme zerkratzt, also wirklich tief in die Arme gekratzt, tief in den Rücken gekratzt. Das ist ja dann eigentlich auch sichtbar, oder? Also das sieht man, haben ja da Leute dich gefragt, hey, was hast du da am Arm oder so? Ja, das ist dann auch aufgefallen in der Küche, wo ich gearbeitet habe. Da hatten wir weiße Kochjacken an. Ja. Und da ist das dann teilweise wirklich ein bisschen durchgeschimmert. Also da kamen dann Blutstellen durch und die haben sich natürlich auch gefragt, woher das kam. Denen habe ich das dann aber auch gesagt. Wie waren die Reaktionen von deinen Kollegen? Gewalt in der Beziehung, so dieser Begriff, der kam dann nicht. Mhm. Lief halt doof, war so das Thema. Ja. Was im Umfeld passiert, ist sehr spannend. Er bekommt eigentlich keine Resonanz. Ja. Es wird dann, ja gut, ist halt so gelaufen, kann ja mal passieren. Okay. Ja, das sind die Aussagen, die man als Opfer in dem Moment nicht hören möchte. Mhm. Sondern es geht eigentlich vielmehr darum, Verständnis und vielleicht sogar ein Hilfeangebot. Warum ist denn das aus deiner Sicht so?
Ich denke, dafür braucht es einfach einen gesellschaftlichen Blick auch nochmal, einen offeneren Blick, ja, dass es das einfach gibt, ja, dass es nicht irgendwas ist, was erfunden ist. Und je mehr das in den öffentlichen Fokus kommt, desto besser können wir damit auch arbeiten, desto mehr kann daran auch gearbeitet werden, desto mehr schaffen wir es, eine Gesellschaft vielleicht zu kreieren, die möglichst gewaltfrei ist. Steven lässt sich immer wieder von seiner Ex-Freundin einwickeln. Er übernachtet zwar manchmal im Hotel, kommt aber immer wieder zurück, auch wegen der gemeinsamen Tochter. Am nächsten Tag war es meistens so, dass sie es eingesehen hat, sich entschuldigt hat und ich den Fehler gemacht habe, wieder hinzugehen. Und dann war mehr oder weniger wieder alles gut für mich. Nach der Geburt der Tochter werden die Attacken vorerst weniger. Doch dann eskaliert es wieder. Ich bin einfach wirklich nach Hause gekommen. Und ich glaube, sie wollte, dass ich halt meine Tochter nehme. Das habe ich auch getan, alles gut. Und dann hat sie, damit sie ein bisschen Zeit für sich hat, weil sie sich den ganzen Tag über um sie gekümmert hat, was ja auch völlig okay ist. Das war an meinem Geburtstag sogar. Der Streit war wegen meinem Geburtstag. Genau, weil ich, glaube ich, sogar noch abends was trinken gehen wollte mit Freunden. Und das aber nicht ist ja am Geburtstag nicht so ist, unnormal. Ist ja, ja, eigentlich schon. Genau, daraufhin hatte ich halt meine Tochter am Abend. Sie ist dann auf einmal wieder laut geworden, hat sich ganz schnell reingesteigert. Und hat mir halt, während ich meine Tochter am Arm hatte, hat sie mir halt wirklich eine Art Schelle gegeben auf den Hinterkopf. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt wieder anfängt, das hat davor eine gute Zeit lang hat das aufgehört, wahrscheinlich wegen unserer Tochter. Und genau, da hat es bei mir dann aufgehört. Das, wenn dann meine Tochter darunter leidet, dann muss ich halt gehen. Anders geht's nicht. Genau, und das war auch der Moment, wo ich dann aus der Wohnung raus bin. Und am Tag darauf war ich dann schon in Bonn bei meiner Familie. Ich bin in der Nacht-und-Nebel-Aktion mit der Mitfahrgelegenheit nach Köln gefahren. Da hat mich dann der Freund meiner Mutter abgeholt. Und seitdem bin ich in Bonn. Da bist du dann auch nie mehr zu ihr zurück? Das heißt, das war dann so der klare Abschnitt? Beziehungsmäßig nicht, nee. Ja. Also ich habe natürlich meine Tochter besucht, ja, so oft es geht. Aber Beziehung war dann mit, ja, dem Tag komplett beendet. Komplett, ja. Guten Appetit. Danke für die Einladung. Wünsche ich dir auch. Also bei allem Schwierigen und Ernsthaften, was wir hier auch besprechen, kann man das ja auch mal am Rande sagen. Humusdressing für Salat ist ein guter Tipp. Nachdem du dann nach Bonn abgehauen bist und die Beziehung von deiner Seite aus definitiv beendet war, gab es dann Versuche von ihr, dich zurückzuholen? Ja, ganz viele. Also wenn es mal nicht böse Nachrichten waren, die ich von ihr bekommen habe, waren es halt wirklich Rückholversuche. Oder wenn ich mal meine Tochter besucht habe, dann hat sie da schon wieder versucht, irgendwie wieder gerade zu biegen. Aber da musste man dann halt, hatte ich auch die Unterstützung von meiner Familie dann, dass ich da halt standhaft bleibe und dann nicht wieder einknicke. Es braucht dann einen Ort, wo eine äußere Sicherheit hergestellt ist. Und das passiert bei der Mutter. Das kann auch ein guter Freund sein oder eine gute Freundin. Wichtig ist, da muss eine Vertrauensbasis herrschen und er ist ja jetzt auch von Berlin nach Bonn, das ist eine ganz schöne Strecke, dass er einfach dort auch die räumliche Distanz hat, um deinen Abstand von ihr auch zu haben. Äußere Sicherheit ist wichtig. Stevens Tochter bleibt bei der Mutter in Berlin. Durch die räumliche Distanz und das schwierige Verhältnis zu seiner Ex-Freundin sieht er sie nur selten. So ein Spielplatz, ich nehme an, da wärst du jetzt eigentlich auch gerne mit deiner Tochter, ne? Ja, das stimmt. Ich vermisse die Zeit schon sehr. Machst du dir manchmal Sorgen um deine Tochter? Weil, naja, ganz offensichtlich hat deine Ex-Freundin ja irgendwelche Probleme, sonst wäre sie ja nicht immer so ausgerastet. Also ich hatte nie das Gefühl, dass meine Ex-Freundin eine schlechte Mutter ist. Mhm. Sie ist wirklich gut zu meiner Tochter, war nie schlecht. Und ich hätte das auch nicht gemacht, wenn ich mir nicht ganz sicher gewesen wäre, dass sie wirklich gut für sie sorgen kann. Wie schwer ist es dir gefallen, hier dann wirklich ein neues Leben zu beginnen? Ja, es war schon schwierig. Meine Ausbildung habe ich fertig gehabt. Ich war auf Wohnungssuche, das war ein bisschen schwierig, weil noch kein Job. War schon anstrengend. Also ich glaube, ich habe 2-3 Monate gebraucht, um eine Wohnung zu finden, die dann wirklich erstmal bezahlbar war. Und ich glaube, bestimmt 4-5 Monate, bis ich einen Job hatte. Was hättest du gemacht, wenn du diese Unterstützung von deiner Mutter nicht gehabt hättest? Gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich sogar da geblieben. Es gibt ja auch sowas wie Männerhäuser bzw. Stellen, die sich da jetzt mittlerweile wirklich mit befassen. Das gab es damals nicht, zumindest kannte ich keine. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eine eigene Wohnung suchen in Berlin hätte nicht geklappt. Ich wäre immer wieder zurückgekommen, glaube ich.
Gibt es denn aus deiner Sicht genug Beratungsangebote, Unterkünfte für Männer in solchen Situationen? Anlaufstellen gibt es zum Glück. Meiner Meinung nach könnten es mehr sein, von den Kapazitäten her, dass mehr Männer aufgenommen werden können. Das ist gerade ein Prozess in Bayern. Das ist gerade angestoßen an vielen Punkten, aber auch bundesweit wird es immer mehr in den Fokus gesetzt und es baut sich immer mehr auf. Danke dir auf jeden Fall, dass du so offen damit umgehst, weil ich glaube, das ist auch total wichtig. Und dafür machen wir letztendlich auch den Film, dass vielleicht andere, die in der Situation sind, checken, es gibt da Wege raus und man kann da auch offen oder sollte auch offen damit umgehen und muss es nicht tabuisieren. Danke euch. Hättet ihr gedacht, dass Männer doch so häufig von häuslicher Gewalt betroffen sind? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Also ich finde, dieses Thema ist immer noch besonders tabuisiert. Und ganz egal, ob jetzt Gewalt gegen Frauen oder gegen Männer, wenn ihr irgendwas mitbekommt, wenn ihr selbst Opfer werdet, dann holt euch unbedingt Hilfe, weil alleine kommt man da häufig nicht mehr raus. Solche Hilfsangebote findet ihr zum Beispiel hier in dieser Reportage mit der Ari. Außerdem hat die Ari mal Victoria begleitet, die selbst Opfer geworden ist von häuslicher Gewalt. Die Reportage gibt es hier. Und uns ein Abo dazulassen, kann auch nicht schaden. Da unten geht das.